Morgen. Wir haben 5.30 Uhr. Ich bin das erste Mal jetzt wach. Ich habe hervorragend geschlafen. Und mir war warm. Hätte ich anders gedacht beinahe, aber mir war echt schön warm. Ich habe auch echt gut gepennt. Bin wie immer zeitig wach, wenn ich draußen bin. Weil ich schiffen muss wie eine Haubitze. Ich bin gespannt, wann die ersten drüben aufstehen. Ja, ich denke, wir hören uns später. Ich muss hier erstmal klarkommen. Horrido. Vorsicht! Ja. Guten Morgen nochmal. Jetzt ist ein bisschen Helligkeit da. Vielleicht sieht man auch schon was. Für unsere Kackbratzen reicht. Für die hässlichen Freckel reicht das Licht. Das Feuer läuft. Wir wieder ein paar Daumen runter kriechen. Ja, natürlich. Feuer läuft, Wasser ist aufgesetzt. Norman hat gestern, ist noch hier Horn gewachsen. Horny. Horny. Ja, er wollte sich umschubsen lassen. Und von wem denn? Norman trägt ab sofort den Spitznamen. Grüne Eisenschweine. Geretzen. Ja, der hat den Norman umgeschubst. Dann haben die sich hier geprügelt. Nein, das nicht. Er hat ihn umgeschubst, der, und er ist volle Banane beim Martin auf dem Knie eingerastet. Sehr lobhaft. Ja, also. So langsam finden sich die Spitznamen. Ne? Horny. Der Platzhirsch, der Chuck Morris und jetzt haben wir noch den Hellboy. Blub, blub. Ab sofort ist Norm auch nur noch Guido. Nein, wir nennen ihn Hellboy. Hellboy. Wegen, fehlt aber noch ein zweites Horn. Oder ein Stein oder eine Farbe.
Berg. Ja, hier gibt's ein schönes Westpaket. Das letzte. Das ist die einzige Verpackung, die nicht zum Verbrennen gedacht war. Das ist Nachtzügler. Das ist Nachtzügler-Wichtel-Geschenk. Für einen Platzhirsch, der das große Los mit Jansa ihm gezogen hat. Weiß nicht, reicht. Wir haben bestimmt wieder alte Socken drin. Ja. Ach, siehst du, ich habe sogar noch Bierdeckel in der Hosentasche. Das schneidet ja gar nicht. Ich muss dem mal von Morris das Gerber 3 geben lassen. Das Gerber 3, das wird auch so ein Klassiker, ey. Na, wenn das ein mal... Bandana. Ja. Muss nur noch färben. Oh. Pack's hier oben drauf aus oder so. Ha? Hier, legst du drauf oder was, wenn es hält. Bandanas in Pyjamas. Moin! Na, lebst du wieder? Ah, ich bin danach wieder. Ich habe auch noch viel getrunken. Ah, echt? Irgendwann ist er von Toten auferstanden, hat sich einfach Bier reingezogen. Oh, hier schalten ein Bier von dir. Also, so gut verklebt ist kein anderes gewesen, gell? Bitte? Ist das so gut verklebt war nicht anderes, ne? So, schauen wir uns ja den Survival Gear mal an. Natürlich, natürlich. Survival Ost, typisch die Knicklichter. Mittlerweile, das bürgert sich es auch ein. Es gibt kein Lager, das nicht aussieht wie ein Puff. Ein Stück Holz. Oder wie eine polnische Wohnwagen-Nuttensiedlung. Ein Stück Holz. Ein Stück Holz. Das ist das Schönste, was mir jemals einer geschenkt hat. Ich bin zu Tränen gerührt. Das schönste Stück Holz, was jemals... Was ist das? Sieht aus wie von dem Silvesterknaller die Reste. Das ist ein Feuerstarter. Ein wachsgetankter Feuerstarter. Erzähl nicht. Ja. Musst du zwar mit Feuerzeug anmachen, also mit dem Feuerstein. Aber wenn er einmal drin ist? Oh, das sieht nützlich aus. Schrottwichtel, ne? Mach damit, was du denkst. Ein Pflaster. Ei. Immerhin, also diese Box könnte man verwenden. Für Salz, Pfeffer. Als Zunderbox oder als Gewürzbox. Mhm. Aber jetzt kommt's. Das ist MRI von, MRI. Der russischen Armee. Ah, nee, das ist doch hier von na, das ist für die Invasion nach China. Von Jongqing. Das ist von Hing am Hang. Hing am Hang. Von Hing am Hang, ja. Oder von aus Rucher. Das ist ja, auch sehr Vater. Schön. Nudelsnack, das ist Frühstück wahrscheinlich. Chinesische Invasion. Perfekto. So, ich kann das jetzt auch nicht hier. Also merke ich von meiner Familie auch nicht an Weihnachten. Jetzt packen wir da rein hier. Du filmst schon wieder, ja? Das ist eine Melodie drin. Ich mach fressen. Ja, da kann die Schnitzel. Da können die Schnitzel nicht teuer genug sein. Juhe, wir sitzen auf dem Kanapee. So, Abschlussplädoyer. Es war ein erfolgreicher Abend. Das Zeug ist zusammengepackt. Ich muss noch mal ein großes Danke ansprechen an die aussprechen an die Röner Eisenschweine. Absolut geile Aktion, dass ihr hier gestern noch hergekommen seid, obwohl ihr ja heute extrem früh wieder weg musstet und es war ja sehr ausgiebig und hart der Abend. Ich war heute Morgen noch richtig gerädert. Unten wird noch alles zusammengebaut. Also, was heißt zusammengebaut? Aufgeräumt. Der Müll wird wieder mit rausgeschleppt. Ich habe mein Zeug jetzt schon zusammen. Werde jetzt schon vorab losziehen. Ja, gestern auch eine kleine Live-Schaltung gehabt mit dem Bushcraft-Werden Sauerland. Und da zusammen anzustoßen, wenn sie nicht hier oder wir nicht dort sein können. Von daher, es war ein absolutes Fest. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Ach ja, und noch danke an die Röner für dieses tolle Geschenk.
Ich werde dafür nochmal ein Video machen. In aller Ruhe. Dann wahrscheinlich im neuen Jahr. Und wer weiß, vielleicht kann es der eine oder andere von uns irgendwie gebrauchen. Oder vielleicht gibt es auch eine Verlosung von dem, was wir jetzt selber vielleicht gar nicht verwenden können. Von daher, ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, haut es einfach unten wieder in die Kommentare rein. Und wem nicht, dann konstruktive Kritik. Ich hoffe, wir hatten ordentlich genug Lichtverhältnisse, dass man einfach auch was erkennt. Von daher, ich wünsche euch jetzt schon mal, ja, ich hoffe, ihr habt alle ein schönes Fest gehabt in diesem Sinne, weil es ist ja Weihnachten ist erst morgen. Und ich hoffe auch, ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade, dass ihr vielleicht gut ins neue Jahr gekommen seid. Oder ansonsten wünsche ich euch auf jeden Fall schöne Festtage und kommt gut ins neue Jahr. Horrido, auf ein geiles 2018. Martin von Survival Ost. Ciao.